Deine Augen werden schwer und fallen langsam zu. Doch Moment mal, es ist erst Mittag und du hast noch viel zu tun. Würde ein Nickerchen helfen oder dir den Tag durcheinander bringen? Der Schlaf besteht sowohl nachts als auch tagsüber aus etwa 90-minütigen Zyklen von je 4 Phasen. Ein Nickerchen dauert zwischen 5 Minuten und 3 Stunden, enthält also ganze Schlafzyklen oder nur einige Phasen. Beim Einschlafen beginnt Phase 1, die ersten 2 bis 5 Minuten Schlaf. Als nächstes kommt Phase 2 mit ungefähr 30 Minuten. In Phase 2 sinkt die Körpertemperatur. Die Muskeln entspannen sich, Atem und Herzschlag werden gleichmäßiger. Die Neuronen feuern immer mehr im Gleichtakt, erzeugen Aktivitätswellen, die über den Kortex laufen, durchsetzt von Ausbrüchen neuronaler Aktivität, sogenannten Schlafspindeln. Zu Beginn von Phase 3, dem Tiefschlaf, verstärken sich die rollenden Wellen, da die Neuronen koordiniert feuern. Diese Phase dauert 20 bis 30 Minuten. In ihr schläft man am tiefsten. Dann startet der REM-Schlaf, der bei einem Nickerchen 10 bis 20 Minuten ausmacht. Dabei wird das Gehirn ähnlich aktiv wie im Wachzustand. Das Ende der REM-Phase zeigt den Abschluss eines Schlafzyklus an. Fühlt man sich also nach einem Nickerchen besser? Das hängt von einigen Dingen ab, vor allem von den Schlafphasen des Nickerchens. Nehmen wir einen etwa 30-minütigen Schlaf, der überwiegend aus Phase 2 besteht. Phase 2 ist mit Langzeitpotenzierung verbunden, einem Prozess, der die Synapsen zwischen Neuronen verstärkt und für Lernprozesse wichtig ist. Bei einem Nickerchen von 20 bis 30 Minuten schafft man es nicht bis zum Tiefschlaf und wacht relativ leicht auf. Ein Nickerchen von 30 bis 60 Minuten hat die Vorteile von Phase 2 und lässt einen aber auch vom Tiefschlaf der Phase 3 profitieren. In Phase 3 kooperieren zahlreiche Hirnareale beim Informationstransfer vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis. Sie stabilisieren und stärken das Langzeitgedächtnis durch die Verbindung von Schlafspindeln mit langsamen Wellen. Ein 30- bis 60-minütiges Nickerchen kann also kognitiven Nutzen haben, doch der Effekt tritt oft erst 15 Minuten nach dem Aufwachen ein. 60 bis 90 Minuten Schlaf führen bis zur REM-Phase. Währenddessen ist der präfrontale Kortex, der für Hemmungen und kognitive Steuerung verantwortlich ist, viel weniger aktiv. Amygdala und Gyrus Cinguli, Regionen für Emotionen und Motivation, sind derweil jedoch äußerst aktiv. Forscher vermuten, dass die Kombination dieser Faktoren zu bizarren Träumen während des REM-Schlafs führt. Die Reduktion von Hemmungen und kognitiver Steuerung kann wilde Assoziationen hervorrufen. Und dank der Aktivität von Amygdala und dem zingulären Kortex können diese emotionsgeladene Themen betreffen. Manche Forscher glauben, dass diese Phase dabei helfen kann, beim Aufwachen innovative Verbindungen zwischen Ideen herzustellen. Da die Gehirnaktivität im REM-Schlaf dem Wachzustand ähnelt, wacht man aus ihm leichter auf als aus Phase 3, auch wenn das Nickerchen länger ist. Auch die Tageszeit spielt eine Rolle. Der Bedarf an Tiefschlaf der Phase 3 steigt im Laufe des Tages. Macht man also ein spätes Nickerchen, raubt man sich den Schlafdruck, den man nachts zum Einschlafen braucht. Das gilt beim REM-Schlaf jedoch nicht. Längere REM-Phasen treten in den Morgenstunden auf. Der Morgenschlaf wird also von REM dominiert. Der Mittagsschlaf hat gleiche Anteile von REM- und Tiefschlafphasen und abendliche Nickerchen enthalten mehr Tiefschlaf. Außerdem scheinen gleich viele Menschen Nickerchen zu mögen und abzulehnen. Bei den Fans zeigen sich dabei konstant kognitive Effekte, bei den Gegnern hingegen nicht. Forscher vermuten, dass Nickerchen-Fans in einem leichteren Schlaf bleiben und die Schlafphasen müheloser durchlaufen. Nickerchen-Gegner fallen dagegen öfter in Tiefschlaf und fühlen sich beim Aufwachen groggy. Hilft ein Nickerchen also? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Moment! Bevor du einschläfst, klick auf Abonnieren und verpasse keine Gelegenheit mehr, etwas dazuzulernen.